Hi zusammen, hier ist der Mio und heute widmen wir uns einem Thema, das ihr euch lange gewünscht habt. Haben wir schon mal als YouTube-Video gemacht, aber jetzt in einer neuen Version und zwar geht es heute um Lumina 4, unsere Meinung. Ihr wisst ja, wir nutzen Lightroom und Photoshop in unserer täglichen Praxis. Wir wissen aber auch, dass viele von euch auch Lumina nutzen in den verschiedensten Versionen. Ja, wir haben in der Vergangenheit hier und da auch schon mal ein Video zum Thema Lumina gemacht, hatten auch ein paar Kritikpunkte geäußert, zum Beispiel Abstürze, Performance, haben aber auch gezeigt, wie man die Bilder veredeln kann und auch eigene Color Looks in das Bild reinbringen kann. Also von daher ja, wir haben was gemacht, aber ihr habt euch mehr gewünscht. Hier ist jetzt sozusagen ein zusätzliches Video, weil vor kurzem ist die Version 4 auf den Markt gekommen und hier wurde auch viel darüber geredet und es gibt auch viele YouTube-Videos und wir wollten das selbst ausprobieren. Eins vorab, wir werden jetzt nicht Luminar ausprobieren wie jemand, der quasi nur Luminar für die Bildbearbeitung nutzt. Warum? Das wäre nicht ehrlich. Ihr wisst, wir nutzen täglich Lightroom und Photoshop und es gibt ein Feature, auf das wir nicht verzichten wollen. Das sind zum Beispiel die Bereichsmasken, die die auch die Grundlage sind für unsere marmeladisierungs presets Die werden wir auch nachher noch mal kurz sehen. Aber dieses Feature gibt es halt in allen anderen, soweit ich das betrachten kann, in allen anderen Softwareprodukten auf dem Markt eben nicht. Und darauf wollte ich nicht verzichten, weil das ist Kernbestandteil unseres Bearbeitungsstils. Deswegen nutzen wir Lumina 4. Als Plugin in Lightroom und in Photoshop. Erster Eindruck schon mal vorab. Klar, das Thema Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence AI, das ist in aller Munde. Gut, man steckt nicht dahinter, was jetzt wirklich technisch dahinter abläuft, aber das hat sozusagen sehr viel Furore gemacht, nicht nur bei Lumina, sondern allgemein. Genau das haben wir auch speziell angeschaut, aber nicht nur das. Schon mal vorab: Systemabstürze haben wir nicht erlebt, Performance ist besser und etwas, was ich persönlich ganz wichtig finde, die Benutzerfreundlichkeit wurde deutlich gesteigert. Warum? Weil man viele Menüpunkte entsprechend gruppiert hat. Es gibt so eine goldene Regel, ich glaube, um die sieben Menüpunkte oder Einträge, das ist so das, was man sich merken kann. Die Benutzeroberfläche sieht auf jeden Fall deutlich aufgeräumter aus und in Verbindung mit den Masken kann man sehr viel machen. Aber bevor ich lang rumrede, schauen wir uns das Ganze doch mal. In unserer Praxis an und wir nutzen Lightroom und Photoshop jetzt in Verbindung mit Lumina 4 als Plugin. Hier werden wir jetzt in Lightroom. Ich möchte jetzt hier bei der Bearbeitung der Bilder nicht an den Reglern rumspielen, weil das wäre eine Lightroom-Demonstration. Stattdessen werde ich Zeit sparen und ich werde unsere Marmeladisierungs-Presets für die Grundoptimierung verwenden und dann zeigen, was man noch an Special Effects über Lumina 4 reinbringen kann. Einmal im Bereich Lightroom. Abschließendes Beispiel wird Photoshop sein. Das, was ihr hier seht, ist der Katalog, den ich immer und überall dabei habe, der auf dem Tablet synchronisiert ist und auch auf dem Smartphone, damit ich quasi immer und überall Sachen zeigen kann. Einige der Bilder werden, wenn ihr die Marmeladisierungs-Presets haben solltet, einige der Beispielbilder werden euch vielleicht bekannt vorkommen. Ich nehme zum Start das Bild aus der Speicherstadt in Hamburg und wechsle in das Entwickeln-Modul. Hier machen wir es uns ganz einfach. Ich werde zuerst einmal den Himmel über Sky Deluxe, Sunset Sky optimieren, also mehr abendlich machen. Dann hellen wir den Vordergrund auf über Berlin Sky, über ein Air Preset. Und für die abschließende Farboptimierung nehmen wir bei den P-Presets das sanfte Bernstein. Wie ihr seht, wer es nicht kennt, die Regler auf der rechten Seite bei Lightroom sind unverändert, da kann ich immer noch alles machen. Und jetzt rufen wir Lumina 4 auf, das geht über rechte Maustaste, bearbeiten in Lumina 4. Hier wären wir jetzt in Lumina 4 und was sofort im Vergleich zur Vorgängerversion auffällt, wir haben eine schön aufgeräumte Benutzeroberfläche mit den vier Modulen, nenne ich sie mal, und alle relevanten Filter und Effekte sind genau darunter einsortiert. Schauen wir uns mal an, was wir mit diesem Bild machen können. Probieren wir eine der Funktionen, die mit AI, also künstliche Intelligenz, gekennzeichnet ist. Hier bitte aufpassen, nicht zu viel machen, sonst wirkt das schnell künstlich, trotz aller künstlichen Intelligenz. Hier geht es im Wesentlichen um eine Kontrast- und Lichtoptimierung. Gehen wir ein kleines bisschen nach rechts und ihr seht, in den Schattenbereichen wird es heller. Ich kriege mehr Zeichnung ins Bild. Sky Enhancer brauchen wir hier nicht machen, weil ich werde den Himmel zu Demonstrationszwecken dann gleich austauschen. Für mehr Details gehen wir einfach in Detailverbesserungen und hier, das ist auch das, was wir mit den Schärfaktionen in Photoshop machen. Hier kommt es auf den Radius oder auf den Bereich an, der untersucht wird, um mehr Struktur reinzubringen. Ich zoome mal kurz rein, schaut euch einfach diesen Bereich hier an. Kleine Details, die haben wir hier und mittlere Details auch ein bisschen, aber mehr kleine als große. Ich gehe bei den kleinen Details etwas weiter nach rechts, bei den mittleren Details ein wenig nach rechts und dann sehen wir schon den Vorher-Nachher-Vergleich. Schaut mal, ich gehe jetzt hier auf diese Taste und mache das mal aus und jetzt wieder an. Es wirkt schärfer, detailreicher, nicht so viel, aber gerade in dem Bereich sieht man das ganz gut. Also aus, an. Ich kann es noch ein bisschen weiter nach rechts ziehen, dann seht ihr das noch mal ein bisschen deutlicher. Bildrauschen entfernen können wir auch machen, weil sobald man Kontraste optimiert und Helligkeit hinzugibt, dann entsteht auch Rauschen. In dem Fall Luminanzrauschen kompensieren wir dadurch, dass wir den Regler einfach ein kleines bisschen nach rechts bringen. Gucken wir uns mal die Effekte im Bereich Kreativ an. Und hier fällt ein Bereich auf, der nennt sich Leuchten. Klicken wir mal rein. Und jetzt hier kann ich auswählen, ob ich jetzt nur die hellen Bereiche ein bisschen weich zeichnen möchte und ein bisschen leuchten lassen möchte oder ob ich auch quasi einen anderen Fokus simulieren möchte. Mir reicht die Weichzeichnung der hellen Bereiche. Das macht das Ganze ein bisschen abendlicher, ein bisschen gemütlicher. Gehen wir mal mit dem Regler ein kleines bisschen nach rechts, zoomen raus, damit wir, wenn wir das ganze Bild betrachten, keinen Fehler machen. Also ein kleines bisschen, ein bisschen mehr. Ja, so kann man das lassen. Helligkeit würde ich jetzt hier in dem Fall nicht anpassen, vielleicht ein kleines bisschen sogar runter, weil wenn wir zu hell werden, dann verlieren wir auf der anderen Seite wieder Details. Im letzten Schritt bei diesem Bild gehen wir auf AI Sky Replacement und legen einen anderen Himmel drüber und schauen uns an, wie das funktioniert. Gehen wir auf Himmel Auswahl und das seht ihr jetzt hier nicht, das ist abgeschnitten, aber ich wähle einen eigenen Himmel aus und sage Benutzerdefiniertes Himmelbild laden und das hier wäre der Himmel, den wir in, ich glaube, Berlin fotografiert haben. Ich sage öffnen. Da wären wir, und ihr seht hier, man muss noch nacharbeiten, damit es funktioniert. Verblenden wir den Himmel ein bisschen besser und ändern die Position des Horizonts. So sieht es sauber aus. Über Sky. Global können wir auch gucken, ob andere Bereiche, die zum Himmel eigentlich gehören, wie das Wasser, davon sozusagen mit betroffen sein sollen oder nicht. Ich würde es jetzt in dem Fall so lassen. Die Übergänge zwischen Himmel und der Speicherstadt sehen sauber aus. Und wir können mit diesem Ergebnis zu Lightroom zurückgehen. Das machen wir über Anwenden hier links oben. Hier werden wir jetzt wieder in Lightroom. Mit dieser Luminar 4 Variante unseres Originalbildes. Und es gibt zwei Sachen, die wir korrigieren müssen. Gerade wenn man den Himmel austauscht, muss man gucken, ob der Rest auch zum Himmel passt. Und in der Wasseroberfläche haben wir noch viel zu viele Blautöne. Und glücklicherweise haben wir auf der rechten Seite quasi alle Regler noch auf Null, bedingt durch unsere Presets. Und ich gehe jetzt ganz schnell in HSL. Und werde die Sättigung von Blau ein klein wenig runterfahren. Das wäre Schritt 1, die Luminanz auch. Und im zweiten Schritt nehme ich einen Pinsel. Und ich male jetzt erst einmal über die Wasseroberfläche, damit ich den Bereich sehe, der betroffen ist. Und hier gehen wir einfach in den warmen Bereich, oben bei der Temperatur und bei der Tonung. Belichtung brauchen wir jetzt nicht aufzuhellen. Lichter gehen wir ein kleines bisschen runter, Tiefen brauchen wir auch nicht aufhellen. Setzen wir alles auf Null, aber ich werde jetzt bei der Farbe ein wenig Orange hinzugeben und dann wird dann schon ein Schuh draus. Jetzt passt die Wasseroberfläche auch zu der Lichtfarbe im Himmel. Ich drücke Fertig und jetzt haben wir unser erstes Bild in Lightroom Grund bearbeitet und mit Lumina 4 finalisiert. Wechseln wir jetzt zurück zur Bibliothek und wählen ein völlig anderes Bild aus. Nehmen wir zum Beispiel diese Frau hier, die ältere Dame, die wir in Singapur fotografiert haben, und wechseln in das entwickeln -Modul. Auch hier halten wir uns mit der Entwicklung des Bildes in Lightroom nicht lange auf. Ich werde schlicht und ergreifend wieder unsere Presets nehmen und zum Beispiel über Blue Yellow den Hintergrund deutlich sozusagen von den Lichtern her reduzieren. Ich habe es deswegen so hell fotografiert, weil ich das Gesicht möglichst hell haben wollte und die Sonne kam natürlich in diesem Fall von hinten. Und bei den Air presets nehmen wir dunkel und warm weiß. Und für die finale Farbtemperatur nehmen wir bei den P-Presets Schneewittchen. Und so haben wir mit drei Klicks ein deutlich besseres Grundergebnis erzielt. Mit diesem Ergebnis wechseln wir jetzt wieder zu Lumina 4 und machen den Rest. Rechte Maustaste, entwickeln oder bearbeiten in. Lumina 4. Hier wären wir wieder in Lumina 4 und diesmal möchte ich zeigen, was für Effekte man im Bereich Porträt erzielen kann. Gut, es ist keine jugendliche Haut, viele Altersflecken etc., aber schauen wir uns an, was geht. Gehen wir mal auf Skin Enhancer und ich gehe mal ganz nach rechts, damit ihr seht, was passiert. Die Haut wird weicher. Ich würde es auch hier nicht übertreiben. Kleines bisschen, Hautglättung schadet auch hier nicht. Was ich besonders schön finde, ist Portrait Enhancer. Bestes Feature in meinen Augen hier Face Light. Das heißt, Lumina 4 erkennt das Gesicht und begrenzt die Aufhellung eben auf die Gesichtszüge. Zoomen wir mal raus, damit ihr den Unterschied seht. Das ist ein bisschen zu hell. Das wäre jetzt das Original. Ein kleines bisschen mehr Licht auf der Haut wirkt quasi wunder. Rote Augen etc. spare ich mir, haben wir jetzt hier nicht. Aber was wir zum Beispiel machen können, Gehen wir mal auf die Augenringe, dazu zoome ich ein bisschen rein und ich ziehe das Ganze nach rechts. Wenn wir hier rechts oben draufklicken, können wir die Änderung ein- und ausblenden und ich finde, das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber vorher. Zähne auffällen etc. brauchen wir hier nicht, weil leider Gottes einige der Zähne entsprechend fehlen. Was ich zum Abschluss ganz gerne hier noch machen möchte, ist im Bereich Kreativ, das mystisch auszuprobieren. Das entspricht dem Glamour Glow, meines Wissens nach. Und Glamour Glow haben wir euch mal gezeigt in einem anderen YouTube-Video, wie man das in Photoshop manuell selbst machen kann. Aber jetzt hier möchte ich den Hintergrund ein kleines bisschen weich zeichnen, damit die Person noch deutlicher hervorsticht. Und das können wir, wie gesagt, über mystisch erzielen. Ich gehe mal mit der Stärke in den mittleren Bereich. Da seht ihr, was ich meine. Es wird weich gezeichnet, aber gleichzeitig werden die Kontraste verstärkt, damit werden auch die Schatten deutlicher. Und wenn ich den Schatten ein kleines bisschen aufhellen möchte, gehe ich einfach hier mit dem zweiten Regler nach rechts. Was auch nochmal wichtig ist, ich möchte die Person jetzt hier nicht weich gezeichnet haben, deswegen sage ich Maske bearbeiten, Pinsel. Dann klicke ich auf das Auge, um mir anzeigen zu lassen, wo ich überall male. Und ich nehme jetzt hier einen relativ großen Pinsel, damit es ein bisschen schneller geht. Und male jetzt hier drüber. Jetzt habe ich natürlich zu viel drüber gemalt. Deswegen gehe ich auf Radieren, mache den Pinsel ein kleines bisschen kleiner. Und male jetzt um den Hut herum und um die Person, damit die Details im Hemd oder in der Bluse, beim Hut etc. und vor allen Dingen im Gesicht, dass die noch erhalten bleiben. Es muss nicht 100% perfekt sein. Aber so wie wir es jetzt hier haben, sollte es auf jeden Fall ausreichen. Ich klicke wieder auf das Auge und jetzt haben wir einen weich gezeichneten Hintergrund mit ansprechenden Kontrasten. Kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Das war vorher und das ist nachher. Im Gesicht etwas lebendiger. Und mehr Licht und im Hintergrund dafür noch weich gezeichnet mit ansprechenderen Kontrasten. Schönes Ergebnis, auch relativ schnell gemacht und basierend auf einer automatischen Maskierung, wo Lumina 4 quasi das Gesicht erkannt hat. Als kleinen Zusatzeffekt möchte ich hier ganz gerne das Logo von uns einbauen. Und das geht in Lightroom so nicht. Aber hier in Lumina 4 geht das wunderbar wechseln wir hierzu auf die Ebenenansicht und ich sage über plus neue nicht bearbeitungsebene weil bearbeitet haben wir eben ich möchte eine neue Bildebene einfügen und hier nehme ich unser logo öffne das das logo wird jetzt leider auf die komplette bildgröße gestreckt was ich natürlich nicht brauche deswegen sage ich hier ebene umwandeln als größe weil es ist ein quadratisches logo sagen wir jetzt hier mal 250 in der Breite und in der Höhe ebenso. Und jetzt verschiebe ich es noch dorthin, wo es hin soll. Zum Beispiel hier und sage fertig. Jetzt fällt uns eine Sache auf. Der Hintergrund ist schwarz vom Logo und der Schriftzug ist weiß. Sieht ein bisschen komisch aus und verschmilzt nicht so gut mit dem Hintergrund. Die Photoshopper unter euch wissen, was jetzt kommt. Und das geht in Lumina 4 auch. Ich kann die Ebenenfüllmethode entsprechend ändern. Ich sage hier statt normal einfach negativ multiplizieren und dann wird aus schwarz transparent und weiß bleibt. Dann reduziere ich die Deckkraft noch ein wenig, sodass das Logo nicht mehr so störend wirkt und ich es trotzdem im Bild habe und dann sind wir fertig. Abschließender Vorher-Nachher-Vergleich, vorher und nachher. Zum Schluss schauen wir uns das Zusammenspiel zwischen Photoshop und Lumina 4 an. Größter Unterschied hier, die Maskierung ist natürlich in Photoshop überlegen, das ist ganz klar. Hier kann ich im Prinzip alles machen und in Lumina 4 werden wir uns deswegen auf die Bearbeitung beschränken. Die Maskierung machen wir in Photoshop. Ich dupliziere die Hintergrundebene erstmal mit STRG J und aufrufen können wir hier in Photoshop Lumina 4 über Filter Skylum Software Lumina 4. Und da werden wir wieder in Lumina 4. Hier machen wir eine ganz schnelle Bearbeitung. Ich gehe wieder auf AI Enhancer. Und werde einfach hier ein bisschen mehr Lichter und Strukturen reinbringen. Himmel haben wir nicht, das sparen wir uns. Und ich gehe nochmal in AI Structure. Und hier wäre es wichtig, nur den Affen zu erwischen, nicht den Rest. Das heißt, hier können wir auch wieder maskieren. Ich gehe nochmal ein bisschen wieder stärker nach oben. Und verstärken tue ich das auch nochmal. Und dann werde ich es durch eine Maske, wo ich drauf male, auf den Kopf des Affen beschränken. Machen wir das Auge nochmal an. Und ich male es einfach hier drüber. Das war's schon. Ich blende das Auge wieder aus. Und wir haben die Strukturverbesserung nur auf dem Kopf und auf dem rechten Arm. Gehen wir nochmal an die Detailverbesserung. Hier, das Fell ist sehr fein, deswegen kleine Details nach oben. Rest sparen wir uns. Und abschließend zoomen wir nochmal raus. Mit STRG 0 gehen wir auf Landscape Enhancer, das klingt ein bisschen komisch, aber jetzt hier haben wir viel Grünzeug im Hintergrund. Deswegen Landscape Enhancer geht auch in die Grüntöne rein. Dunst entfernen kennen wir aus Lightroom und aus Kamera Raw. Goldene Stunde verstärkt die warmen Farbtöne im Bild selektiv und bei der Grünverbesserung, ich gehe mal ganz nach rechts, damit ihr seht, was passiert. Das ist natürlich zu viel. Gehen wir ein kleines bisschen nach rechts hier, das ist ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. Deswegen gehen wir hier auf Farbe, erweiterte Einstellungen, nehmen die Grüntöne und gehen hier bei der Sättigung ein bisschen runter. Was ich auch noch ganz gerne zeigen möchte, wir können bei Landscape Enhancer bei den Grüntönen in die erweiterte Einstellung gehen und sagen, okay, das Laub ist nicht ganz so stechend grün, sondern geht mehr so ein kleines bisschen in den gelben Bereich. Und so haben wir viel in Anführungszeichen mit wenigen Klicks erreicht. In Kombination mit Photoshop. Wenn ich möchte, kann ich, wenn ich jetzt hier sage, anwenden, dann in Photoshop nochmal zurückgehen. Gut, muss ich sowieso, aber dort entsprechend dann nochmal maskieren. Da wären wir abschließend Aktivität. Ich lege hier unten rechts eine Maske an, invertiere sie mit STRG I, gehe mit B auf das Pinselwerkzeug und male mit Vordergrundfarbe Weiß ganz grob über den Affen und über die grünen Bereiche, die wir über Lumina 4 entsprechend optimiert haben und so haben wir unser Endergebnis erzielt. Hat es euch gefallen? Okay, das war jetzt die Kombination aus Lumina 4 und Photoshop und Lightroom. Klar, Lightroom hat in meinen Augen ein killer Feature mit den Bereichsmasken, aber hat hier und da natürlich bearbeitungstechnische Limitationen. Und die werden mit Lumina 4 als Plugin aufgehoben und ihr bekommt völlig neue Möglichkeiten, euch schnell und einfach kreativ auszutoben. Je intelligenter die Kameras werden, je intelligenter die Software wird, desto mehr kommt es bei uns als Fotograf und Filmer auf die kreativen Blickwinkel und auf die kreative Bearbeitung an. Deswegen hier schöne neue Möglichkeit, ich muss sagen, hat mich überzeugt. Wenn ihr mehr lernen wollt in Sachen Fotografie, Bildbearbeitung, Inspiration, wie man kreative Momente so einfängt, dass andere staunen, Schaut bei uns im Shop und wir haben auch gerade für 2020 viele neue Events, wo ihr zusammen mit uns Fotografie lernen und weiterentwickeln könnt. Aber egal was ihr macht, Hauptsache, der Spaß steht im Vordergrund und die Inspiration. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Freitagsvideos wieder. Bis dahin viel Spaß und trink drüber nach. Tschüss.